Kokosnuss. Die müssen wir erstmal holen. Oh, wir müssen. Oh Gott, hier ist Essen. Ich glaub's ja nicht. Das ist zwar nicht unbedingt das, was wir brauchen, aber. So, gibt's hier eigentlich auch Eingeborene? Nee, ne? Hier unten nicht. Nö, nö, ein Frosch. Oh mein Gott. Ein Frosch. Okay. Dann schauen wir uns hier mal um. Sind hier Nüsse. Ich brauche wirklich ganz dringend Fett. Ja, okay, die nehmen wir auch mit. Ja, Wasser brauche ich auch. So. Was? Achso, das war der Stein, ne? Warte, ich stelle mal eben hier oben meinen Topf hin. Mein Topf, mein Topf, mein Topf. Mein Lieblingstopf. So, okay. Ich denke, wir können es dann auch nochmal hochfahren und das dann von da oben machen. Habe ich hier jetzt alle auch gesammelt? Nein, die sind hier. Herstellen, bitte. Herstellen. 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 Wie viel haben wir davon? Zwei. Also machen wir beide. Herstellen. So. Was ist das? Noch nichts. Immer einen Stein mit. Vielleicht können wir ja doch noch irgendwo einen hinwerfen. Das gibt eine Zwiebel. Warte, ich muss eben Wasser sammeln. Und den Rest trinke ich dann, denke ich. So. Was wollte ich denn jetzt? Achso, ich wollte gucken, was mit mir los ist. Das wollte ich. Oh, Gott sei Dank, ich bin wieder sauber. Guck mal. Man entrinnt hier immer knapp den Tod und dann ist alles wieder gut. Nein, nichts ist gut. Hallo. Ich weiß, dass du was Schönes für mich hast. Hoffe ich zumindest, dass das richtig war. Können wir die Zwiebel auch roh essen? Wahrscheinlich, ne? Hallo, Zwiebel? Nicht? War das falsch? Hallo? Was nicht diese Pflanze? Trinken! Nehmen! Ach, komm schon, das doch. So. Ja. Okay. Hier einfach mal weiter. Ich hoffe, wir finden da unten noch was zu essen. Da sind Nüsse runtergefallen. Die werde ich essen. Hallo? Wo seid ihr? Ich weiß, dass ihr da seid. Ich habe euch fallen sehen. Da ist eine. Essen. Oh Gott sei Dank. Und nochmal essen. Ja, du sollst doch nur. Ach, Mensch, du. Jetzt angegriffen werden, dann bin ich sowas von tot. Hier einfach weiter. Psst. Banane. Oh, die Banane. Bitte. Bitte? Banane, bitte? Nur eine? Hallo? Ah, das noch. Essen. So, gleich fallen wir wieder in Ohnmacht. Deswegen gehen wir jetzt mal ein bisschen schneller. Bitte lass hier irgendwo ein Bett sein. Bitte. Am besten mit Feuer. Ja, gut. Die nehme ich auch. Die, kein Problem, die nehme ich auch. Aber die werden uns nicht wach machen. Ich meine, bis jetzt sind ja keine Parasiten, aber was nicht kommt, kann ja auch werden. Och, weißt du, ich fall hier in Ohnmacht. Wir können aber nicht. Warte, ich muss erst schlafen, wenn ich jetzt so mit ihr. Außerdem weiß ich nicht, was im Tagebuch steht. Ich muss erst schlafen. Wenn ich jetzt mit ihr rede und in Ohnmacht falle, weiß ich nicht, was das Spiel mit mir macht. So, okay, das reicht völlig. Ach, jetzt sehe ich gleich wieder nichts mehr. Manchmal, ne? Ich habe eine illegale Goldmine gefunden. Woher weißt du das denn von hier oben? Als ob du das sehen würdest. Mia, you're not gonna believe this. Looks like I found an illegal gold mine. The jungle is full of surprises. Anything of interest there?
I'll let you know. Ja, das weiß ich noch nicht. Komm ich da hin? Da lang? Da lang. Warte. Ich wieder nicht. Der wahnsinnig, ne? Dieses Spiel hasst mich. Es hasst mich einfach. Okay. Weißt du was? Wenn du so bist, dann bring ja jetzt was. Ich weiß nicht, ob das gut war, aber. Ich habe schon ein bisschen Angst um meine geistige Gesundheit. Och, Spiel! Hier ist ein Weg. Karte erneuert. Achso, die habe ich doch gerade schon gehabt. Ich glaube, ich muss da rüber, oder? Da drüben sind da bestimmt interessante Sachen. Wo komme ich denn da hin? Darum vielleicht. Dann gehe ich mal darum. Aber erst muss ich trinken. Ich esse jetzt Maden. Ja, ich weiß, aber Proteine und so. Guck mal, ein bisschen Proteine hat sie jetzt. Das ist nicht schön. Das ist der Generator. Ich kann mich hier gerade nicht so umgucken. Ich brauche dringend ein Bett. Dringend. Wirklich sehr dringend. Hier ist doch bestimmt irgendwie eins, oder? Die Leute müssen ja auch schlafen. Ja, das lesen. Oh. Noch eine Notiz. Ja, das lese ich gleich alles, aber ich brauche jetzt erstmal ein Bett. Mann! Ist das jetzt die Zwiebelpflanze oder nicht? Ja. Einmal noch, komm. Aha! Wusste es doch. Ein Bett! Oh mein Gott, hier ist ein Bett. Oh Gott sei Dank. Weißt du, wenn man in diesem Spiel nicht immer kurz vorm Abnippeln wäre die ganze Zeit, ne, dann wäre es schon schön. Okay, guten Morgen. So. Eine Axt. Wir essen jetzt erstmal hier. Guck mal. Essen. Fett. Wir haben Fett gekriegt. Welch eine Aussicht. Das ist wunderschön hier. So, Notizen lesen gehen wir natürlich jetzt, aber wir müssen immer noch überleben. Ja, den nehmen wir erstmal mit. Und den essen wir. Das ist eine leere Dose. Guck mal, hier ist noch was. Nüsse! Oh mein Gott, auf einmal geht es uns wieder so gut. Das ist ja unfassbar. Ich möchte gerne diese Axt. Aber was lassen wir dafür hier? Ach nein, warte mal. Meine Axt ist doch kaputt gegangen, ne? Stimmt. Ja, dann. So, hier können wir nun weiter schlafen. Guck mal, hier ist eine Tasche. Schöps, noch mehr Fett. Warte mal, wie geht's uns denn jetzt? Ja, wir brauchen immer noch Fett. Die nehmen wir so mit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, auf einmal geht's. So, bei Tag sieht's hier viel besser aus. Und ich sehe was. Das ist wunderschön. Guck mal, so sieht diese Mine bei Tag aus. Und nur weil der hier ein Loch gesehen hat, hat er gesagt, ja, das ist eine Goldmine. Okay.
Ja, dich nehmen wir gleich. Guck mal. Wasser. Etwa voll? Hä? Da ist doch immer noch was drin, oder nicht? Guck mal, so stellt man Sachen wieder auf. So. Okay. Was haben wir denn da? Mia, Mia, Mia! Mia! Looks like someone was attempting, blood transfusion here. Yeah? There's a lot of it. On the chair and the floor. I doubt any of the patients actually survived. Why would they do that? I wish I knew. Or, on second thought, maybe I don't. Yeah, das, yeah. Okay. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Wo fangen wir denn jetzt an zu lesen? Ich will überhaupt nicht lesen, weil ich eigentlich lieber überleben möchte. Aber okay. So, wir speichern jetzt erstmal. Ah, es regnet gleich schon wieder. Ne? Das freue ich mich im Moment über Regen. So, wir speichern nochmal. Ich muss ständig speichern jetzt. So, dann fangen wir hier mal an. Hm. Notiz. So sieht die aus und da steht, hier ist Tango. Tango, Tango wahrscheinlich. Ich habe den Stamm getroffen und bin jetzt beim Kreis. Es ist im Blut. Kinder, die Kinder sind der Schlüssel. Habt ihr verstanden? Störung. Ich habe nichts verstanden. Es ist im Blut, okay. Wieso haben wir schon, wieso haben wir schon wieder Edel? Ich dachte, wir wären jetzt spiegelfrei gerade mal. Aber anscheinend ja nicht. Alle weg, alle weg, alle weg. Okay, nimmst du den jetzt weg? So. Wieder anziehen. Okay, sieht man was richtig. Notiz. Fünfte Woche. Wir haben endlich eine neue Pumpe. Leistet 60 Eimer pro Kopf. Das Team hat in 3 Tagen 150 Gramm gefunden. Ein Haufen Gold. Sechste Woche. Das Pensum steigt 75 Eimer pro Kopf. Jeder muss wenigstens 10 Gramm schaffen, sonst kürzen wir ihre Gehaltschecks. 284 Gramm. Siebte Woche. 100 Eimer pro Kopf. 80 Gramm. Diese Faulenzer werden keinen müden Dollar sehen. Achte Woche. 100 Eimer pro Kopf. 2 Männer weniger. Vergiftung. 17 Scheiß Gramm. Neunte Woche, Hundearbeit, hier gibt es nichts. Zehnte Woche, alle sind krank, Malaria, Quecksilbervergiftung, hoffe es ist nicht irgendeine Seuche. Elfte Woche, die Maschine ist kaputt, alle sind tot. Okay. Schön. Nein, so geht das nicht, ich muss das anders machen. Okay. Alle sind tot. Die Axtlassene ist mal hier. Wir haben ja eine. Haben wir noch was zu essen? Hm. Nee. Okay, was haben wir hier? Also kitzelt. Team 1. Da war nichts. Raffaello Bueno. Hm, Kinder Bueno. Raffaello. Raffaello Bueno. Ja, ich glaube, ich habe da irgendwie Lust auf Schokolade. Raffaello Bueno. De Campos, 30 Dollar. Noberto Barroso, 30 Dollar. Luisa Hamada, 25 Dollar. Eloa Henriquez Lopez, 25 Dollar. Edson Nunes, krank. Team 2. Gilmar Guerra Cordero. Ich spreche übrigens alles falsch aus. Nur damit ihr es wisst. 30 Dollar. Jonas Tavares Carmo, nichts gefunden, nichts bekommen.
Ivo Salgado, $30. Miriam Dutra, $25. Wanda Pino, krank, keine Bezahlung. Team 3, Arnoldo. Floris Ribeiro, wahrscheinlich. $40. Tulio Pacheco, krank, keine Bezahlung. Erasmo Falcao, krank, keine Bezahlung. Camilla Castillo, $35. Carla Lima Gudes, krank, keine Bezahlung. Okay. Waren also alle irgendwie krank? Das ist nicht so schön. Ist hier noch irgendwas? Nein. Okay, dann lesen wir mal hier drüben. Da liegt ein toter Vogel. Lalala. Oh. Oh, mir ist der Vogel. Na, Vögelchen, du hier? Können wir ein Feuer machen? Wenn ich aber da ein Feuer mache, ne? Dann regnet wieder alles rein und so. Wieso haben die denn hier alle Käfige gemacht? Wofür brauchen die? Gibt's die nicht, ne? Nö. Wofür brauchen die so Käfige? Huch! Direkt mal essen. Parasiten, na klar. Ach, Minos. Warte, nee, dann nehmen wir die mal mit. Kann man die alle mitnehmen einfach? Okay. Alle mitgenommen. So, wir brauchen aber, glaube ich, immer noch das mit P. Proteine heißt es. Guck mal gerade, ob hier nicht irgendwie da ist so ein Unterstand, aber ich werde mir wohl was bauen müssen. Weil wenn ich hier kann ich glaube ich kein... Oder vielleicht kann ich ja hier ein Feuer machen. Ich will hier drin kein Feuer machen, weil... Warte mal. Haben wir genug Bäume, oder? Haben wir genug Pflanzen? Ja, ich kann ein Bananendach machen. Ja, nö, dann machen wir doch mal Folgendes. Hier erstmal lesen. Was haben wir denn hier noch? Da waren wir schon. Die Höhle, das Ding. Lambda 2, da kommen wir jetzt hoch, weil wir haben unsere Kletterausrüstung. Das war das. Das Auto, ein verlassener Jeep. Hier, ein Kletterhaken. Und das auch noch aus einer illegalen Goldmine. Lambda 2, was immer du bist, ich komme. Ja, da müssen wir... Oh Gott, da müssen wir jetzt wieder zurückfinden, ne? Benutze den Wurfhaken, suche Hilfe, überprüfe den Ort. Ja, okay. Achso, warte, ich wollte ja was machen. Und zwar... Dieses hier, über dem Feuer am besten. Da war es doch gerade. Ich habe es doch gerade gesehen. Sehen so. Dann vielleicht besser so. Das ist dann noch über dem Feuer. Hoffen wir es mal. So, und jetzt können wir die Axt benutzen.
Speichern. Nicht, dass das was bringt, weil wir haben ja hier schon was, aber... Okay. Ja, wir trinken. So. Wie lange sind die noch haltbar? 2 Stunden, wow. 6 Stunden, das ist okay. Und du bist noch... Okay, euch müssen wir mal eben essen. Pilz ist hin. Dann machen wir jetzt Feuer. Benutzen. Und dann können wir uns hier ein Hühnchen braten. Lecker, lecker. Lecker Hühnchen. Du hast mal direkt drauf, ist da nichts mit passiert. Ist einfach weg in der Asche. Eigentlich braten wir es nicht. Wir, weiß nicht, was wir damit machen. Ja, den Topf hätte ich jetzt gerade mal gerne wieder. Was dahin können die Federn vielleicht? Natürlich nicht. Warum denn auch? Aber der Stein. So. Passt der Topf? Oh, warte, ich kann ja noch direkt da. Ich dachte schon gerade, das geht jetzt nicht. Für den Topf mal bitte dahin. Ja gut, dann tun halt dahin. Ja. Irgendwie funktioniert das schon hier. Dann nehmen wir hier von Wasser. Könnte natürlich auch eine Zwiebelsuppe machen, aber ich glaube, ich nehme lieber die Maden, oder? Oder ich nehme den Knochen, der ist auch schwer. Ich nehme den Knochen erstmal. So, das hier würde ich gerne sammeln. Und dann legen wir das hier hin. So. Dann trinken wir uns ein leckeres Süppchen. Und ich denke, ich mache noch eine Suppe. Die wir dann hier reinfüllen, wenn das geht. Geht das? Ich weiß nicht. Machen wir jetzt eine Zwiebelsuppe doch. Oder Maden. Wir machen Madensuppe. Geht das? Ich weiß nicht so genau. Hab's ja schon ausprobiert? Weiß ja auch nicht so genau. Nein, geht nicht. Dann habe ich das wohl schon ausprobiert. Trinken. So, den Topf. Warte. Den stelle ich jetzt mal. Gehe ich ihn hin? Wieso? Ja, das ist gut. Die Federn nehme ich erstmal alle wieder. Nehmen die Federn. Lalala. Sehr schön. Dann essen wir das Fleisch. Oh, es ist so schön zu überleben. Warte. Dann gucken wir uns mal an, wo die Maden. Die Maden. Die Ekel schon wieder rumkreuchen hier. Leuchten, kreuchen, was auch immer sie tun. Da. Weg, alle weg. Wow. Hier hätte ich vielleicht früher wegmachen sollen, hä? Sind er weg, ja. Okay. Dann holen wir uns jetzt mal eben den Vogel, der hier oben war. Vogel, wo bist du denn? Sag doch das. Da! Den sammeln wir direkt. So, schon regnet es wieder. Boah, ist das toll. Da ist eine Kokosnuss. War ja klar, die haben mich schon gesehen, ne? Okay. Ich habe keine Lust auf euch, okay? Okay, vielleicht nicht tot. Ich habe einfach keinen Bock auf die.
Ach bitte, Spiel, lass mich doch die wenigstens hier nicht haben. Ja, und dann gehe ich einfach schlafen. Das ist... Hasse die. Wieso habe ich die nicht weggemacht? Kann ich das im Nachhinein? Ich glaube nicht. Ich sollte vielleicht gucken, was geht. Nervt mich so sehr, ne? So sehr. So. Nein! Wenn die gleich wiederkommen, sollte ich vielleicht meine Rüstung anziehen. Okay, ich gucke jetzt mal. Es geht bestimmt nicht. Spiel. Fadenkreuz Tipps. Ich spiele jetzt einfach noch mal bis hierhin. Ohne die. Finde ich eine gute Idee. Machen wir erstmal ein Frühfeuer. Geht ins Bett. Kackärsche. Wie kommen die überhaupt hier runter? Der Aufzug ist doch unten. Und jetzt auch Aufzüge bedienen oder was? Da irgendwo kommen die, ne? Scheint nicht immer, aber... Na, oh, bin ich genervt davon. Was ist das denn? Okay. Jetzt schon wieder keine Lust. Weil diese blöden Kack-Eingeborenen. Wer braucht die denn? Niemand. Ich mache jetzt Feuer. Ich hoffe, die kommen da nicht wieder. Oh. Benutzt. Wieso geht das denn? Ach, scheiße. Das hat die ja ganz vergessen. Ja, gut. Ich glaube, der eine Vogel liegt da noch. Wahrscheinlich ist aber jetzt was anderes. Naja, ja, jetzt auch nicht so dramatisch, glaube ich. Ich habe ja noch den. So, den schmeißen wir jetzt erstmal am Grill. Und hier sammeln wir mal. Genauso wie hier. Ich glaube, hier kommen die Maden. Die Larven raus, ne? Ja. Sammeln. Und zerstören. Was bringt die nochmal? Achso, das weiß ich noch gar nicht. Ja, dann. Lass uns die doch mal braten. Wie sieht es trinkenmäßig aus? Ja, müsste ich machen. Okay. Das ist echt doof, dass man sich damit nicht drehen kann, ne? So. Achso, da hat gar keinen Platz. Mensch. Die essen wir schon mal. Und dann stellen wir die nach hin. Machen Wasser da rein. Und Maden. So, nehmen wir uns jetzt Madensüppchen. Und ich speichere mal eben. Auf dem Platz. In der Hoffnung, dass sie jetzt nicht kommt. Okay, hier ist mein Bogen, da ist mein Speer. Trinken.
So. Und 8 Proteine. 8 Proteine. Ach, ist anscheinend egal. So, die ist gekocht. Dann essen wir die mal. Ich bin die Drähte. Trinken. Und dann. Ach Mist, jetzt haben wir nur noch. Ja, gut, mach nichts. Haben wir halt sehr viel davon. Machen wir uns jetzt noch eine Knochensuppe, denke ich. Jo. Wir haben eh nur einen. Dann machen wir die. So, und hier lag vorhin eine Kokosnuss. Liegt die jetzt immer noch hier irgendwo? Wo war die denn? Hier irgendwo. Nö. Ging hier denn Nüsse? Auch nicht. Wo war denn die Kokosnuss? Oh, sind hier Nüsse? Hm. Jetzt auch gerade keinen. Ja, auf zu ruckeln! Wenn das bedeutet, dass Eingeborene kommen, dann hasse ich das jetzt noch mehr. Nur, dass du es weißt. Versteck mich einfach hier. Die finden mich nie. Schmerzmittel nehmen wir mal mit. Hab ich gar nicht. Habe ich das nicht mitgenommen. So, und hier haben wir ja auch noch was. Instant-Kaffee. Die Notiz haben wir auch noch nicht gelesen, ne? Meine Güte, was ist denn los mit mir? Doch, haben wir wohl. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Gruppe 1. Arnoldo, großer Kerl. Tullio, alt. Erasmo, Pferdeschwanz. Camilla, Rotschopf. Gala, Rohbeine. Das ist ein tolles Merkmal. M. Siviera, roter Bart. A. Trembax, Strahlemann. Antonio, ist egal, Glatze. Carlos, Muskelprotz. Frauen, Sophia, Amerikanerin. Theresita, Kind. Oha. Marciane, Tattoo, Isabel, Flachbrust, Blanca, heiß, Otavia, dünne Blondine, Beatrice, groß, schwarz und Julia, Pickelgesicht. Ja, das ist ja okay. Tun keinen Schnopf, ne? Aufweise Schmerzmittel. Nehme ich das jetzt wirklich alles mit? Gerade glaube ich nicht. Was haben wir hier noch? Beschreibung und technische Angaben. Desinfektionstücher, Desinfektionsmittel für Hände, bla bla bla. Kriegt der Verband. Das ist alles nicht so wahnsinnig spannend, finde ich. Seht ihr irgendwas Spannendes noch? Warte, das wird ja irgendwas knurren. Autoinjektor mit Morphin, Brandsalbe, bla bla bla. Okay. Sehe ich jetzt nichts Interessantes. Sonst noch was? Nö, ne? Okay, das hier war also das Krankenzimmer quasi. Warte, achso, das ist die Infusion. Okay. Was ist da hinten gerade rumgerannt? Trinken? Wollen wir hier gerade noch was hinlegen? Wir haben ja Instant-Kaffee, ne? Das ist schon geil. Wo kommen sie? Dann kommen sie doch noch nicht. Hoffe ich. Brauchen wir noch mehr Fett? Ja, komm, dann essen wir jetzt mal die Nüsse. Und dann machen wir uns noch mal Marmeladensuppe. Bin nicht so wirklich fett dran, aber naja. So, hier ist mir noch was die Axt. Hier haben wir alles genommen. Ich guck einfach noch mal. Für alle Fälle. Aber hier ist nichts mehr. Okay. So, die Suppe trinken.
Oh nein, jetzt haben wir so viel. Ah, okay. Ich glaube, ich brauche eine Pause. Ich merke nämlich gerade, dass ich einfach gar keine Lust habe, von hier wegzugehen. Das ist ganz schlecht, weil wir müssen weitergehen, sonst passiert hier nichts mehr. Hier zum Feuer, ja, so nah bin ich jetzt auch nicht, aber ja, bin sehr nah. Okay. Dann würde ich sagen, ich glaube, hier kommen keine Eingeborenen jetzt. Und wir sehen uns dann einfach... Ich habe echt Angst. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder, damit, ja. Damit wir dann endlich erfahren, was in Lambda 2 ist. Meine Güte. Vielleicht schneide ich das auch einfach so, dass ich da alleine hingehe, ohne euch, und wir uns dann da wieder treffen. Wir werden sehen. Also ihr werdet sehen. Also entweder fängt das dann gleich oder nächste Folge mit Lambda 2 an. Oder wir gehen... Nein, wir gehen nicht zusammen zurück. Das ist Quatsch. Das ist so ein langer Weg und bis ich da bin, wird das noch dauern wahrscheinlich. Also ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in Lambda 2. Hier passiert wahrscheinlich nichts Spannendes mehr. Obwohl, nein, ich muss mich hier noch umgucken. Okay, ich gucke mich hier noch um mit euch. Das mache ich noch. Und dann sehen wir uns in Lambda 2. Aber jetzt mache ich erstmal Pause. Also bis später dann, ne? Danke fürs Zuschauen, bis bald. Tschüss. Do you even remember how you got here? How long have you been here? How long can you survive on your own? Weeks passed. You still think you can save me? I was worth it.